habt ihr ja was Schönes angerichtet. Gut gemacht. Hast du ihm zugezwinkert? Ich wusste nicht, dass ihr das könnt. Die können eine Menge Dinge, von denen du nichts weißt. Eine Menge Dinge. Das Leben kann schwierig sein. Dann fühlst du dich schwach und klein. Dein Herz ist wie ein Tennisball. Es springt herum mit ganz viel Drang. Es hüpft nach links und dann nach rechts. Und du spürst, die Liebe kommt mit einem Knall. Bedient euch, meine Süßen. Kein Zaun, aber nicht übertreiben. Kein Tor sperrt unsere Freundschaft aus. Du wirst erkennen. Mein Traum. Ach, das tut mir so leid, dass das dauernd passiert. Darf ich mit euch mitsingen? Im Leben kann viel passieren. Das wird dich oft irritieren. Doch ich sag, lass dich nicht frustrieren. Und lass dich nicht gleich abservieren. Wir sind vereint, sind nicht allein. Manchmal können Füchse auch ganz freundlich sein. Das verspreche ich dir. Wind weht, der Regen geht. Die Sonne kommt bald raus. Und der Tag wird wieder heller. Ihr seht in jedem Beet, die Saat treibt ganz bald aus. Und gemeinsam geht's noch schneller. Kein Zaun, kein Tor sperrt unsere Freundschaft aus. Du wirst erkennen, mein Traum, der trägt uns über Mauern raus. Morgen kann herrlich sein, ein Kohlblatt und Sonnenschein und ein Schläfchen im Birkenhain. Und bricht doch plötzlich einmal Chaos aus, dann braucht's dafür ein offenes Haus. Und Tiggy Wiggle hat freien Eintritt hier, ich verspreche es dir. Kein Zaun, kein Tor sperrt unsere Freundschaft aus. Du wirst erkennen, mein Traum, der trägt uns über alle glücklich und zufrieden bis an ihr Ende. Aber natürlich, das muss bei solchen Märchen nun mal so sein. Alles, was du tun musst, ist werfen und schütteln. Werfen und schütteln. Versuch du es mal, ist ganz einfach. Wie läuft es so? Gut, läuft sehr gut. Woher ich das alles weiß? Ich habe es selbst erlebt, bin größer geworden, lisple nicht mehr und habe meine Stimme gefunden. Aufwachen, Hahn! Ich erzähle dir eine Geschichte! Tut mir leid, die Kleinen haben mich schon bei Sonnenaufgang geweckt. Sie sind das Beste, was mir jemals passiert ist. Das war eine tolle Geschichte, Flopsy. Wie nennst du sie? Ich nenne sie die Geschichte von Peter Hase. Wunderbar. Aber wie wär's mit die Geschichte von Peter, Flopsy, Mopsy, Wuschelpuschel und Benjamin, eine liebende Familie? Oh. Oder vielleicht doch besser nur Peter Hase. Kein Zaun. Kein Tor sperrt unsere Freundschaft aus, du wirst erkennen.